Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist meine Schwester mit dabei und wir testen heute amerikanische Süßigkeiten. Wir waren ja gerade in der USA und ich habe ein paar Süßigkeiten mitgebracht und die testen wir heute zusammen. Fea hat sich geopfert mit mir, diese ganzen Süßigkeiten zu testen und das machen wir jetzt. Dots? Darfst du? Okay, was ist das? Weiß nicht. Du hast die auch noch nicht. Ich kenne die tatsächlich nicht. Die haben wir beim Halloween. Weißt du, wie die aussehen? Oh ja, wie die von Haribo. Die Dragibus. Ja, Dragibus. Die gibt es übrigens jetzt in Deutschland. Hab ich weiß, wie der schön gegaschen. Was für eine Farbe? Die sind richtig schlecht. Okay, die Farbe ist nicht so lecker. Ich hatte rot und rot ist eigentlich schon lecker. Okay. Also gelb. Grün. Ist das Marzipan? Nein, die Konsistenz, ne? Die haben wir alle bei Halloween gesammelt, die Süßigkeiten, die meisten. Ich schmecke nach Marzipan für mich. Aber erst nach, also am Anfang ist es nur schlecht und dann schmeckt nach Marzipan. Ich hatte so ein Ranking gesehen von Süßigkeiten, die man bei Halloween bekommt. Und ich glaube, da waren die Dots auf dem letzten Platz. Ah, ja. Also weiter. Das war auf dem Ranking auf Platz 1. Almond Joy. Riecht einfach wie Bounty. Die sehen halt alle ein bisschen komponiert aus. Deiner sieht besser aus. Okay, da ist eine. Das schmeckt gut. Da ist eine Nuss also oben drauf. Das ist so unnötig eigentlich. So eine Nuss einfach oben drauf gemacht und dann Almond Joy genannt. Oh ja, aber voll lecker. Wie Bounty halt. Ja. Swedish Fish. Kenn ich nicht. Hast du schon mal gegessen? Na, das schmeckt nie. Kann ich auch nicht mehr. Aber ich hatte die großen, glaube ich. Und sind die immer nur rot? Ja. Vielleicht hätten wir uns ein Glas Wasser. Ja. Ich hole ein Glas Wasser gleich mit. Ja, ich nehme eine Flasche, aber die kannst du holen. Ich habe mal rein. Machst du die? Ich finde die Konsistenz, ich finde sie nicht eklig. Aber die Konsistenz von amerikanischen so Haribo-Sachen ja, ist aber nicht gut. Nee. So, jetzt. Aber wo Haribo? Amerikanische Haribo, Goldbeeren. Und ihr kennt es bestimmt schon. Diese Farbe. Aber nur die guten. Ja, wirklich. Also, meine Lieblingsfarbe sind grün und weiß. Ja. Oh, riecht genauso. Ja, nicht genauso. Schmeckt aber ein bisschen anders, oder? Nee. Also nee. Werden in den USA produziert. Also die. Vielleicht doch. Aber ich weiß nicht, ob ich es merken werde. Aber sie schmecken auf jeden Fall deutlich besser als die anderen. Ja. Das ist ja auch deutsch. Twizzlers. Die sind eigentlich richtig groß, ne? Ja, das ist auch wieder Halloween Edition, einfach nur klein und zwei Dinger. Aber ich meine, auch in Amerika eigentlich richtig groß. Also die essen das richtig oft. Ja. Also weißt du, was ich meine? Könnt ihr erst was trinken? Ja, ich will trinken, aber du kannst schon einfach. Okay. Sie sind geruchsneutral. Ja. Schon, irgendwie. So, ich rieche nicht. Also doch, ich riecht irgendwie nach Mehl. Ich mach. Ja, das riecht schon ein bisschen komisch. Oh, das ist aber ganz schön hart. Salzig. Wie Zahnpasta. Ja. Das will ich nicht essen. Das schmeckt mir nicht. Milchmann. Zu Daniels Sachen. 100 Grand. Nee, Grand. Der war auch auf Platz 1 von den Top-Dingern. Hast du das schon probiert? Nee. Hast du irgendwas schon probiert, was irgendwie lecker ist? Ja, ja. Gut, Reese's kennt man halt, ne? Reese's kennen wir halt. Wollen wir uns den einfach teilen? Ja. Sonst, ich glaube, es wird uns fehlen. Das ist ein Karamell. Okay, von innen drinne sieht der aus wie dieser Milky Way, oder? Und in der Schokolade, falls ihr das seht, sind so Rice Krispies, glaube ich. Kennt man auch, den Geschmack.
Von Milky Way, das ist innen drin. Oder? Ja. Ja, schmeckt gut. Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht kaufen. Nee. Ich bin ein riesen Fan. Beides sind Strawberry. Er ist nur Strawberry. Ja, ich bin Fan. Ich liebe ihn halt. Oh, ganz vergessen, dass die so aussehen. Ich glaube, aber es reicht, wenn wir eine essen. Eine öffnen, warum nicht mir jetzt geöffnet? Packst du den da runter? Mann, ich wollte sie zeigen. Das wird jetzt ganz schlecht. Irgendwas hier drin. Weißt du, dieses Popelkaugummi, weißt du, welches ich meine? Ja. So ist das. Mhm. Aber halt hart. Und kein Kaugummi, ja, schmeckt voll gut. Ja, nerd. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Sorten. Na gut. Ja. Das ist so eine andere Art von Nerds. Die wow. Sehr lecker. Die riecht richtig gut. Ja, ja. Ja. Also die riecht auf jeden Fall richtig gut. Mhm. Ja, die sind sehr lecker. Deswegen ist die Packung auch schon verkauft. Wir haben Takis gekauft. Die haben wir tatsächlich gekauft. Also ein paar Sachen. Die großen Chipsbocken haben wir alle gekauft, weil die gab es mit Harani. Ich glaube, die haben $2 gekostet. Oh. Also ich finde es relativ teuer. Ich finde es schon teuer. Ja. Ich habe die immer bei so Spätis gesehen. Die blauen Takis. Ja, die normalen riechen genau so. Was normal? Die normalen Takis, die halt nicht blau sind. Und ich finde die richtig lecker. Ja, ich glaube schon. Die sind richtig lecker. Ich bin gespannt. Ich habe sie nicht probiert. Und auf Mallorca kostet die große Packung von Takis, aber halt jetzt keine blauen. Bin ich jetzt blau von Nase? Ein bisschen. 2 Euro, glaube ich. Und die kosten ja schon $2. Ja, die sind richtig lecker. Die sind halt ein bisschen schärfer. Boah. Ich finde die gar nicht so scharf lecker. Ich finde die, die schmecken ein bisschen nach Limone. Ja. Boah, doch, die sind so schon scharf. Hörst du nicht? Mhm. Ich frage mich, warum die blau sind. Echt lecker so, aber es ist mit scharf. Ich mag Plain Chips. So. Salz? Nee, ja, nicht so aber viel deine Geschmack. Zunge ist jetzt blau. Meine auch, oder? Ja, zu erzählen. Ja, ein bisschen zu dran. Wir haben schon so viel Schokolade verschiedene jetzt gegessen. Kann ich mir nicht. Die haben auf jeden Fall alle den Flug überlebt. Reese's kennen wir ja alle. Manche sprechen das auch Reese's aus. Ja. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich nehme es gleich. Nein! Du musst halt schon laufen, ich nicht. ja, Reese's. Ein Peanut Butter Cup mit Milchschokolade umhüllt und Erdnussbutter. Erdnussbutter. Die ein bisschen nach Käfer riecht. Ja, ich habe vergessen zu riechen. Riechen. Oh, schmeckt auch nach Käfer. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr nur der Fan. Nee, ich auch nicht mehr so. Ich fand es früher richtig gut. Reese's. Ja, also die Reese's fangen auch zur Seite. Ja, das will ich. Da bin ich gespannt drauf. Crispy Marshmallow Square. Das ist das hier auch Marshmallow? Glaub schon, da. Oh ja, ja. Boah, da bin ich gespannt. Kennst du die? Nein. Das sind die, Leute, jetzt kommt eine Geschichte von Malus Leben. Malu war Au-pair in Amerika und hat die hier gekauft zum Verschenken in Deutschland. Ey, und hat echt? Die wieder dann im Koffer liegen und dann ist ihr Gastkind gekommen und hat die einfach aus dem Koffer rausgeklaut und gegessen. Und wir haben dann erst später gecheckt, dass die gar nicht mitgekommen sind. Und deswegen haben wir die noch nie gegessen. Ich wollte gerade fragen, warum habe ich keins bekommen? Das Gastkind hat die auch gegessen. Nee. Ich bin da. Also das ist wirklich so was, wo ich sagen würde, es ist. Ja. Shit, ey, wir probieren hier die ganze Sache und sind die nicht so gut. Die Chips waren heftig. Hast du die schon mal gegessen? Er hat Watermelon. Nee, aber ich bin einfach von allem, was nach Wassermelone schmeckt, ein Fan. Also gibt's hier in. Schmeckt bestimmt wie. Also ich weiß ja, nicht. Ja, genau so habe ich es mir ich vorgestellt. Ich weiß nicht, guck mal, was da passiert ist, aber diese Verpackung ist einfach nur die Hälfte. Ist nur einfach halb gefüllt. Vielleicht ist es geschmilzt oder so, aber. Geschmilzt.
geschmolzen. Kann man es nicht beides sagen? Nee. Ich habe nie gehört, dass es geschmilzt. Aber das hier riecht genauso, wie man sich vorstellt, wie man künstliche Wassermelone macht. Ja. Ja, wobei, auf dem ersten Biss war eigentlich ganz okay. Dieser Orange, ich mag Orange nicht so gerne. Das ist gar nicht schlecht. Ja, ess auf. Ah, ist schon leer. Glaube ich schon. Künstlicher Geschmack von Wassermelone. Schmeckt halt ja überhaupt gar nichts mit Wassermelone zu tun. Gar nicht. Wir probieren jetzt Cheddar Jalapeno Crunchy Cheetos. Habe ich übrigens auch noch nie probiert. Hast du schon mal Cheetos probiert? Ich glaube schon. Bei Malou. In Amerika halt. Ja. Aber das sind auch scharfe. Ja. Oh, die riechen aber echt gut. Ja, Cheddar in Jalapeno. Hier. Lecker. Hier, die sind so aus. Boah, die sind richtig lecker. Ich bin richtig nach Käse. Ja, die sind auch mit echtem Käse gemacht. Und sind gar nicht scharf. Das stimmt. Vielleicht nach den Tatties nicht. Ja, das ist richtig lecker. Ja. Schmeckt irgendwie wie im Kino. Ja. Wie nackt ist es aus dem Kino? Schmeckt die. Ja, stimmt. Wenn ein bisschen Käse gibt. Die war tatsächlich, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich glaube, da haben zwei Stück $7 gekostet, also die 3,50. Und da ist ja relativ viel drin. 240 Gramm. Wow. Das sind natürlich die Chips, die normal immer nur 100 Gramm rein. Ja. Ganz schön salzig. Sour Patch. Tropical, oder? Ja, das ist unterschiedliche Agenten. Eins reicht. Da sind auch so drei Gummibärchen einfach drin. Nee, ein bisschen mehr, fünf. Ja, die schmecken ganz gut. Ja. Die sind, glaube ich, auch vegan. Deswegen sind die von der Konsistenz so. Ja. Das Chocolate, das ist immer gut. Das ist Karamell. Karamell? Hä? Karamell Apple. Verstehe ich ja nicht. Das ist mal eine natürliche Farbe. Ja, und innen drin ist der Apfel. Ah. Oh. Ich weiß nicht, ob uns das schmeckt. Ja, weiß ich nicht. Oh. Wie Konsistenz ist richtig kacke. Oh nee. Das ist richtig eklig. Ich hätte die Angst. Das ist echt nicht gut. Das riecht nach Knete. Boah, jetzt wo du sagst. Oh, das ist richtig eklig. Egal. Einfach unterstützen. Ja. Oh ja. Ist immer noch im Mund. Ich konnte es nicht mehr anschlagen. Egal, weiter. Oh, mit was Saurem. Sour Punch. Super lecker. Die probieren wir jetzt einfach nochmal. Die Farben hatte ich, glaube ich, noch nicht. Weiß noch nicht, was du Farben. Wahrscheinlich Orange, Apfel und Grape. Aber von Sour Punch bin ich nicht Fan. Ich habe immer noch den Cowtail im Mund. Aber das ist schon mal lecker. Schmecken wie die Spinnenbeine von Hitler. Haben 140 Kalorien. Das ist schon krass. Wobei einer 10, weiß ich nicht. Also einer 12. Boah, diese Farbe auch. Boah, die sind richtig lecker. Oh, lecker, ja. Und die sind nicht so scharf. Warum habe ich die nicht schon in den USA gekauft und gegessen? Alles, was mit Leim ist. Mit was? Mit Lime. Mit Lime, Limone, Limette. Ja. Das sind einmal Musketeers. Mini. Auch von Halloween. Kann ich mir tatsächlich gar nicht so drauf vorstellen. Also, das ist Schokolade, war wurstig, aber was ist da drin? Stimmt, mit so
Die sind bestimmt wie Milky Way. Milky Way? Ja. Oder? Schon Milky Way? Schon. Ja. Wer kauft eigentlich Milky Way? Wenn man so Snickers und so kaufen kann. Kauft auch keiner Milky Way, oder? Mhm. So Snickers. Die gibt es auch immer nur in diesem Gesamtpaket, bestimmt, ja, oder? Ja, doch. Ja, schmeckt aber gut. Ja. Also schmeckt jetzt nicht. Schlecht. Hershey's. Das ist aber, glaube ich, eine. Ja, das ist. Okay, vielleicht teste ich es auch mit. Das ist eine besondere Sorte Special Dark. Midly Sweet. Du darfst, oder ich lasse dich als erstes testen. Ich habe schon gebrochen. Also, Hershey's mag ich ja gar nicht. Schmeckt für mich wie Kotze. Ja. Deswegen, also, und wirklich. Es ist wirklich. Es schmeckt wirklich so wie Kotze. Kotze. Ich sag's. Es ist. Es riecht nicht, aber wie Gott. Vielleicht, weil das halt dunkel ist. Ja. Das ist nicht der übliche Hershey-Geschmack. Nee, zum Glück. Mhm. Dunkle Schokolade halt. Ja. Schmeckt das ist gar nicht schlecht. Ja, aber nicht gut. Na gut. Oh, jetzt kommt das ja. Baby Woo. Das kenne ich. Ja? Sieht aus wie Snickers. Oder schmeckt wahrscheinlich auch wie Snickers. Ich weiß es nicht mehr, ich habe schon mal gegessen. Ist das ein ganzer? Ja, ein ganzer. Ich beiß ab und dann ja. Aber was lustig ist, guck mal. Sieht ja null so aus wie auf dem Foto. Ja. Irgendwie das amerikanische Erdnuss nach Käfer schmeckt. Marienkäfer, oder? Manche, wenn die sich so anpinkeln, die Käfer? Ja, dann die Pinkel oder wenn sie auf deiner Hand nur waren. Ja, aber irgendwie anders. Wir machen auch gleich einmal weiter mit Erdnussbutter. Und zwar Reese's Pieces. Die sind so ähnlich wie Peanut Butter M&M's. Davon hat Daniel sich 4,5 Kilo mitgenommen nach Deutschland. Sein ganzes Handgepäck war das schon. Wie, jetzt wieder? Ja. Und die sind einfach. Genau, also ähnlich. Das sind einfach. Die hatte ich auch, als ich in Amerika war. Erdnussbutter drunter. Die sind schon lecker. Die sind lecker. Ja. Ja. Kannst auch haben. Nee, danke. Weil das geht gleich, oder? Mit Welsh. 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 So, das nervt mich, wenn schon so eine Verpackung nicht aufgeht. Ich war so ein Kind und will endlich deine Oh, die Farbe sieht gut aus. Die sehen alle so aus. Ja, Traube. Schmeckt wie alles, was nach Traube schmeckt in Amerika. Ja, aber die schmecken ganz gut. Ja. Würde ich auf jeden Fall auch essen, wenn ich nicht schon so viel gegessen hätte. Wir machen mit was Schokoladigem weiter und zwar Muddy Buddies Peanut Butter Chocolate. Was meinst du, wie lange filmen wir schon? Weiß ich nicht. Nicht, dass auf einmal deine Kamera im Haus geht. Steht hier, soll mal gucken. Ja. Ich hoffe, alles ist nicht an jetzt. Speicher leer. Oh shit, schon 36 Minuten. Was? 36? Ja, so wie Cerealien einfach nicht. Genau. So, und zum Schluss noch einmal Cheetos. Also, die Cheese sind viel besser. Aber warte mal, die schmecken wie Popcorn. Probier mal weiter. Schmecken wie Popcorn. Die sind beide schlecht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüssi.